willkommen zu diesem neuen Video. Heute, Leute, werden wir erstmal das Sofa aufbauen. Beziehungsweise während wir das Sofa aufbauen, ist Christian hinter der Kamera. Hi. Wir werden heute ganz viele Fragen noch weiter im Haus hier klären, weil es gab echt sehr viele Fragen. Und wenn ihr immer noch welche habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Lasst jetzt Daumen nach oben da, wenn ihr mehr von dem Umzug hier sehen wollt. Und vergesst nicht, den Kanal jetzt kostenlos zu abonnieren. Und bald gibt es übrigens einen echt so Adventskalender. Oh Gott. Geile Handy. Erster Link in der Videobeschreibung. Schaut auf jeden Fall. Link in der Videobeschreibung. Ey, was machst du da oben? Auf jeden Fall, wie ihr seht, hier ist sehr viel und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe echt keinen Plan. Ach, stell dich nicht so an. Wir packen das jetzt aus. Ey, pass auf, das ist am Sofa. Ist das jetzt, ist das Holz? Ja. Oh, so sah es bei mir nicht aus. Ja. Schneid dich bitte nicht. Schneid dich bitte nicht. Schneid dich bitte nicht. Du hast dich beim Aufbauen geschnitten. Und muss es ins Krankenhaus. Und du schaffst das. Wir versuchen erstmal ein bisschen das auszupacken. Ist eine Anleitung für? Also, wo ist die Anleitung eher gesagt? Gibt's nicht. Das war ja mega leise. Das wäre lauter. Was ist das für eine Wand? Wie Käse. Das ist echt wie Käse. Ich dachte so, hä, wann fängt der denn jetzt an? Und dann war das schon fertig. Steht schon Max erste Mülleimer. Wer hat endlich Mülleimer? Was ich sagen wollte ist, er hat letztens vergessen, den Biomüll mitzunehmen. Ich hoffe, man versteht irgendwas. Und ich habe es heute wieder entdeckt und es stinkt so. Und gleich geht's daran. Das ist alles fertig an der Wand. Endlich eine Garderobe. Das wär's nochmal. Warte. Stopp, sogar vergessen. Und hier hängt alles. Also einmal hängt jetzt endlich dieser Spiegel und die Garderobe. Habt ihr eigentlich einen Garten? Wir haben einen Garten. Was soll da hinten? Wir kommen langsam voran. Langsam. Sicher. So schwer ist das nicht, wie du es dir vorgestellt hast, oder? Da sieht man zum Beispiel ein Stück vom Garten. Gibt es eigentlich irgendwas, was im alten Haus besser ist als jetzt im neuen? Internet. Stimmt. Wir sehen einfach kein WLAN. Guck mal, wie weit wir schon sind. Ey, wir kommen richtig gut voran. Da kann man schon sitzen. Auch, wie die Couch ungefähr aussieht. Aber ich wüsste jetzt gerade nicht, was es sonst geben würde. Hier haben wir keinen Keller. Aber dafür haben wir eine Garage. Ich weiß nicht, also man kann, also ist jetzt natürlich nicht das Gleiche einfach. Also es gibt Vor- und Nachteile, allerdings glaube ich mehr Vorteile als im alten Haus. Wie fällt das alte Haus mehr? Hier dein Sofa. Also es sieht doch schon richtig gut aus mittlerweile, oder? Sieht cool aus. Wie Quadratmeter hat euer Grundstück? Ich weiß, wie groß unser Haus ist. Also hier oben sind es ungefähr 130 und 100 ungefähr. Wie viel Quadratmeter hat das Grundstück? 5000 oder so? 5000. Sicher? 5000 also? Sicher? 5000. 5000. 5000 sind ja ein bisschen klein. 500 vielleicht? 5000? 5000 ist doch viel zu fett, oder nicht? Geht es schon fest, wer ins alte Haus einzieht? Das ist top secret. Vielleicht steht es auch auf eBay. Wer weiß. Max, musst du dann auch selber putzen? Wolltest du mir nicht helfen? Nee. Doch, du hast immer gesagt, du willst mir helfen. Du unterstützt mich dabei immer. Was? Das habe ich nicht gesagt. Doch, nein, das habe ich nicht gesagt. Das kannst du auch bestätigen, oder? Also die Frauen lernen bei ihren Müttern, wie das geht, zu putzen. Die Jungs lernen bei ihren Vätern, wie das geht, Geld zu verdienen. Gut, dann wäre da wohl geklärt, wer was macht. Nein, ihr müsst es natürlich selber machen, weil wenn ich hier wohne, muss ich sauber machen, muss ich Essen machen. Das wird ein reines Chaos. Ich glaube, ich bringe die Wäsche mal nach unten und hol mir da auch mal Essen. Und am besten benutze ich einfach gar nichts hier oben, dann muss ich auch nicht sauber machen. Staubwischen? Nee. Nicht schlafen! Ist euer altes Haus weit weg vom neuen? Es geht. Also, es geht? Es ist jetzt nicht so, dass wir in irgendeiner weiten, fernen Stadt leben, also es passt alles, also easy erreichbar. Fertig werden hier. Dafür sind wir echt richtig gut vorangekommen. Also echt, also das hier steht, also können wir so stehen lassen direkt, oder? Mittlerweile haben wir es auch 18.48 Uhr und wir haben halb elf. Es ist schon echt auf jeden Fall sehr spät. Wir mussten gerade das ganze Sofa, es war schon fast fertig, wir wollten alles zusammenstecken und dann ist uns aufgefallen, dass ich was falsch gemacht habe. Ich habe einfach das Ding hier, also diese Platte hier, falsch rum aufgebaut. Ich habe das super gemacht. Lasst ein Like da. Ihr habt auch was falsch. Ja, das war auch ich. Da meinte jemand, wenn du kochst, fackelt die Küche ab. Wenn ich baue, dann bricht alles zusammen. Ja, du hast wirklich was abgebrochen. Er hat das hier abgebrochen. Ja, das war aus Versehen. Da kann ich ja nichts fühlen. Und dann fackelst du auch aus Versehen die Küche ab. Das wird nie passieren. Also ich bin richtiger Koch. Er wird einfach gar nicht kochen. Ich bin richtiger Handwerker und ich bin Profi. Man muss nicht alles können. Danke für die Zuschauer. Leute kennen, die alles können. Ihr seid die Besten. Danke. Also Papa macht das schon, ne? In einem Wort. Wir haben jetzt öffentlich hier als Beweis auf dem Video. Ja. Genau, ich kann alles. Was passiert eigentlich mit dem alten Haus? Das hat Max abgefackelt, als er in der Küche stand. Das wird gemietet. Also ja, obwohl. Willst du es auch haben?
Ich bin da. Nein, also ich habe hier so meine eine Wohnung und dann da drüben noch so anderes. Also so. Das Sofa ist fertig, außer nein, irgendwie fehlt was. Zwei Kissen, ich weiß auch nicht, die sind irgendwie verschollen oder so. Keine Ahnung, wo die sind. Ob die bezahlt haben, gekauft haben, ich habe keine Ahnung. Die sind cool. So, auf jeden Fall würde ich sagen, nächste Frage ist: Wie teuer war eure Küche? Also wahrscheinlich deine. Auch was gefragt. Wem gehört die? Mir. Von wem hast du die? Naschi-Bunker. Von Mama. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die Küche kostet, weil die schon drin war. Ich hab, also, die war drin schon. Ich will auch was fragen. Ich habe die Küche auch von Ikea hier. Ja. Weißt du, wofür das ist? Ja. Wenn man fertig ist mit der Zusammenbauerei, dann kann man da diese ganzen Bedienungsanleitungen reinstecken. Es sind Spenden. Wenn irgendjemand spenden möchte, kann man Geld dadurch. Aber dann sind die Scheine so groß, dass sie nicht durchs Loch wieder rausfallen. Sehr gut. Nächste Frage ist, was? Warum hast du eine eigene Etage? Das ist gar nicht seine. Eigentlich wohne ich hier, aber wir faken das. Also das ist meine Etage hier. Das hat sich einfach so gut ergeben, weil es war vorher zwei Wohnungen, unten eine, oben eine und ich werde immer älter und warum nicht da eingewohnt, ne? Und warum wohnt Ash nicht hier oben auch? Ja, weil ich es alleine haben will hier. Also ich will hier schön Partys feiern. Ich möchte hier nichts machen, ja? Ich muss Ash noch so erziehen wie dich. Nein, also ich glaube, habe ich den noch ein bisschen unter meiner Rapport. Ich glaube nämlich, wenn er hier oben wäre, dann wäre der Kühlschrank immer leer. Dann wäre der Kühlschrank leer. Gar nicht, man macht mal nicht Ash schlecht. Willst du kochen? Ist die Pizza schon da? Pizza sind, die hast du schon aufgegessen. Ich kann Rührei. Was? Eis auch ganz gut. Das kann ich dann auch. Wie lange hat es gedauert, die Wände zu streichen? Also ich muss dazu sagen, Mama, warum ich gerade Mama filme, sie hat hier oben tatsächlich das Wohnzimmer gestrichen, während ich unten geholfen habe beim Träger reinmachen. Wie lange hat es gedauert hier? Eine Stunde. Eine Stunde? Zwei. Und dann das Tapezieren dahinter auch Ewigkeiten gedauert. Das war echt lange. Das war irgendwie 3, 4, 5. Das war ein ganzer Tag. Da hinten das Badezimmer hat ungefähr 3 Stunden. Mit Ole 3 Stunden, 2 Stunden. Irgendwie so in der Flur hat auch nochmal irgendwie einen Tag gedauert. Hat es anscheinend alles schon mal ein bisschen gedauert. Und ich muss sagen, mittlerweile hasse ich Streichen. Also ich hasse es vorher schon, aber jetzt hasse ich noch. Die nächste Frage ist, ob ich das neue Haus jetzt besser finde als das alte. Und da muss ich sagen, warum soll ich das neue Haus nicht besser? Also noch finde ich das alte besser. Aber ich finde tatsächlich nämlich alles mittlerweile viel mehr gestaltet. Vor allem jetzt, wo ein Sofa drin ist, Fernseher drin ist. Und da fehlen einfach nicht mehr ganz so viele Sachen, außer ganz oben. Da habe ich noch gar nicht so viel, also gar nichts gemacht. Aber sonst, es wird besser. Ja, findest du auch, ne? Ja. Ja. Ich würde am besten auch hier lieber einziehen, das unten. Und eine weitere Frage ist, wie wir überhaupt auf dieses Haus hier gekommen sind. Da muss ich sagen, das war Mama, du bist rausgekommen, ne? Also nein, eigentlich habe ich diesen coolen Kühlschrank von Red Bull toll gefunden. Hier war vor, also Vorbesitzer hatte genau so einen Red Bull Kühlschrank, so ein kleines, sowas mit dir auch. Nein, das Haus wurde ja reingestellt, genau, zum Verkauf und ich habe nur einfach habe ich einfach nur diesen Kühlschrank so cool gefunden für dich. Na, wer ist das denn? Eindringling! Eindringling! Genau, also Mama fand also den Kühlschrank so cool. Aufpassen, wenn ihr beide auf den Balkon geht und die Tür so zuzieht. Ja doch, das geht. Das geht safe, alles klar. Papa fand das Haus cool. Ich genau. Bin Kühlschrank, er das Haus. Und so sind wir zum Haus gekommen. Ist es für euch, dass ich hier oben alleine wohne? Endlich bist du weg. Ja, viel entspannter. Was? Muss nicht mehr so viel Wäsche waschen, nicht mehr so viel kochen. Genau, er ist also schon über Christi nach der Schule. Genau, bist du nicht alleine. War cool. Aber jetzt müssen auch die Kinder bald kommen, denn wir wollen bald Oma und Opa werden. Nein, also ich nicht. Achso, nur einer von euch beiden? Eigentlich wollten wir selber noch eine kleine... Nein, wollten wir nicht! So ein kleines Schwesterchen. Was, wollten wir nicht! Was wird das denn jetzt hier gerade? Wollten wir nicht! Ganz bestimmt nicht! Doch, also nein, jetzt haben wir gerade ein Baby gesehen und dann hast du gesagt, oh wie süß, oh wie süß! Ich finde, die Baby ist immer noch süß, aber ich möchte kein weiteres haben. Noch eine Schwester für mich oder was? Ja. Ein Bruder? Noch ein Bruder? Wie viel hast du bezahlt und wie viel hat das Haus gekostet? Dieses Haus hier ist so ein Familienprojekt und was es jetzt genau gekostet hat, Das weiß nur der Weihnachtsmann. Ich weiß selber gar nicht 100 pro genau, weil es gibt da so zigtausend Nebenkosten gefühlt, alles drum und dran. Es ist schon spät, Leute. Aber also, es ist halt so ein Familienprojekt und es ist halt, es kostet halt so was, so ein halbes Haus. Es kostet Geld. Es, was halt so ein Haus kostet. Also Häuser sind an sich natürlich nicht so günstig wie so 10 Euro oder sowas. Das wisst ihr schon sicher auch. Ja, also das Haus hat jetzt ungefähr Quadratmeter 230 insgesamt, also an Wohnfläche und... Also 10 Euro pro Quadratmeter kann man sich jetzt ausrechnen. Plus Garage, plus Garage. Was sind das denn, 10 Euro pro Quadratmeter? Und die 50.000 Meter Grundstück. Ah ja, genau, die 50.000 Quadratmeter, die dürfen wir natürlich nicht vergessen. Kleine Info am Rand, das sind natürlich keine 50.000 Quadratmeter. Nein, irgendwie so 49. Der labert hier nur. Es ist schon spät, sagen wir es so. Das war allerdings auch schon die letzte Frage hier für heute. Und ich würde sagen, da war es jetzt hier von mir und diesem Video. Und die Couch ist tatsächlich jetzt endlich fertig, außer diese beiden Kissen.
Was? Du bist auf die Couch? Also ich würde sagen, jetzt kann es für uns hier schlafen. Also wir können, ich bin auch echt müde, kann man so sagen. Auf jeden Fall würde ich sagen, könnt ihr auf jeden Fall mal Daumen nach oben da lassen, den Kanal kostenlos abonnieren, die Glocke aktivieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao. Ciao. Ich würde auch natürlich sagen. Ciao, Kakao. Du auch natürlich sagen. Couch, möchtest auch natürlich sagen.